Gut, wir haben ja unser kleines Ritual, dass hier immer ein Mahnwachengruß vorgelesen wird, auch nicht jedes Mal, aber fast jedes Mal. Das heißt, eine andere Mahnwache. Wir sind schließlich 220 Mahnwachen in ganz Deutschland, die heute auf der Straße stehen. Und wir grüßen uns halt dann auch gegenseitig. Und heute haben wir einen Gruß aus Nürnberg. Und Susan wollte uns den gerne einmal vorlesen. Biene, Biene, komm mal her. Ein herzliches Hallo an alle, die diesen Montagsgruß heute hören werden. Der eine ist vielleicht schon von Anfang an dabei, der andere ist erst kürzlich hinzugestoßen. Und es gibt sicherlich auch ganz, ganz viele, die gedanklich längst auf unserer Wellenlänge liegen, für die es aber letztendlich keine Bedeutung hat, ob man sich jeden Montag auf einem Platz versammelt oder ob man seine Gesinnung weiterhin für sich nach außen trägt. Im privaten Umfeld, am Arbeitsplatz oder wann immer sich die Möglichkeit bietet, ein Kontra zur allgegenwärtigen Meinung zu setzen. Auch diese Menschen bewegen längst etwas. Von daher sollten wir uns auch in Zukunft nicht davon entmutigen lassen, dass die Zahl der Mahnwachenteilnehmer vielleicht nicht in dem Ausmaß angestiegen ist, wie wir es anfangs erhofft haben. Letztendlich braucht alles seine Zeit, erst recht, um ein neues Bewusstsein in den Menschen zu schaffen, welches das ganze Leben betrifft. In vielen schlummert schon lange ein Unwohlsein über das, was tagtäglich auf dieser Welt passiert. Viele Fragen schwirren in den Köpfen der Menschen herum. Vieles lässt sich auf Anhieb nur schwer erklären und begreifbar machen. Geduld ist daher gefragt. Belehrungen wirken erfahrungsgemäß eher abschreckend. Wir wissen es nicht besser, wir sehen die Dinge nur anders. Der angestrebte Bewusstseinswandel muss langsam wachsen. Er sollte die Chance bekommen, auch wirklich erfahren und gelebt zu werden. Zudem gibt es viele unterschiedliche Wege dahin. Die einen entscheiden aus dem Bauchgefühl heraus, die anderen wenden sich den reinen Zahlen und Fakten über gewisse Geschehnisse zu und bilden sich so im Laufe der Zeit ihre Meinung. Die Vielfalt in den Köpfen der Menschen ist groß. Von daher sollten wir weiterhin versuchen, den Einzelnen an dem jetzigen Standpunkt abzuholen, indem wir nicht aufhören zu hinterfragen, aufzuklären und unsere bereits gewonnenen Erkenntnisse mitzuteilen. Und dies nicht nur montags auf den Plätzen in den Städten, sondern im täglichen Leben, immer dann, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Auch wenn es angesichts der zum Teil prekären Lage nachvollziehbar ist, dass das Verlangen in vielen von uns groß ist, schnellstmöglich etwas verändern zu wollen, so ist es dennoch utopisch, dahingegen ein Tempo vorzugeben. Oftmals macht sich eine gewisse Hilflosigkeit breit, verständlicherweise angesichts der vielen Bereiche, in denen umgedacht werden muss. Viele fühlen sich von der Informationsflut überfordert. Es gibt persönliche Rückschläge, Ablehnung, Ignoranz und sonstige Konflikte, mit denen umgegangen werden muss. Auch dies braucht Zeit, Geduld und vor allem Mut. Mut weiterzumachen, egal was einem entgegenschlägt. Von daher ist es wichtig, dass wir aufhören, innerhalb der Mahnwachenbewegung aufeinander loszugehen, so wie es in den letzten Monaten einige Male den Anschein hatte. Stattdessen sollten wir diese Chance nutzen, um langfristig neue Wege des Miteinanders finden zu können. Häufig reden wir nur gepflegt aneinander vorbei. Es ist wichtig, dem anderen genau zuzuhören und Begrifflichkeiten zu klären, um eventuelle Missverständnisse aus dem Weg räumen zu können. Vieles sieht in der Praxis auch wieder ganz anders aus, als es in der bis aufs letzte durchdiskutierten Theorie zu vermuten war. Denn schließlich wollen wir, die wir uns jeden Montag in den Städten versammeln, doch alle nur das eine. Eine friedlichere und gerechtere Welt für alle Menschen, so unterschiedlich die Herangehensweisen letztendlich auch sein mögen, um unsere Ziele umzusetzen. In diesem Sinne eine friedliche Vorweihnachtszeit und alles Gute aus Nürnberg.